Willkommen bei Beyond the Seas auf der Brücke der Le Bougainville, dem achten Schiff der Ponant-Flotte. Wir sind im Golf von Cadiz vor der Küste Andalusiens und fahren in Richtung Gibraltar. Wir treffen jetzt Stephen Lash, den Vorsitzenden von Christie's New York, und werden mit ihm über die gemeinsamen kulturellen Werte von Christie's, dem weltgrößten Kunstauktionshaus, und Ponant sprechen. Christie's ist ein sehr traditionsreiches Auktionshaus. Wir haben unsere Türen bereits 1766 geöffnet, also 10 Jahre bevor Amerika ein unabhängiges Land wurde. Aber Christie's ist auch eine ganz besondere Institution. Es ist eine Institution, in der Kunst als Wert verstanden wird. Und es ist interessant zu sehen, dass die Leute Kunst nicht nur bei Christie's schätzen, sondern diese Haltung auch in den Spirit von Ponant einfließt. Auch die Schiffe von Ponant sind sehr kunstvoll. Sie sind außerordentlich geschmackvoll und sprechen auch Leute an, die Kunden von Christie's sein könnten. Der French Touch ist allgegenwärtig. Alles ist sehr raffiniert. Der Service entspricht ganz meinem Geschmack und ist wirklich außergewöhnlich. Wir sehen uns bald wieder bei Beyond the Seas.